Hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut und heute gibt es von uns 10 faire Frauenmarken für unsere Girls, damit die auch endlich mal auf ihre Kosten kommen. Und den Jungs sei gesagt, schreibt's euch auf. Schreibt's euch einfach auf. Klebt euch einen Zettel auf die Stirn und ihr wisst, was ihr euren Mädels schenken sollt. Genau. Olli, legst du los? Yes. Los geht es mit der Marke Blutsgeschwister, eine deutsche Marke aus Stuttgart, die auch in Deutschland produzieren lässt. Von Shirts bis Pullover und Hosen ist dort alles vertreten. Charakteristisch sind die individuellen Muster auf den verschiedenen Oberteilen und die sommerlichen Farben. Weiterhin gibt es noch verschiedene Accessoires wie Haarbänder, Mützen und so weiter. Und für alle angehenden Mamis da draußen ist vielleicht noch die Kids-Kategorie interessant. Es geht weiter mit Raw Apparel. Das Brand hat sich dem Veganismus verschrieben und zeigt das auch deutlich. Denn jeder Sweater und jedes Shirt ist mit einem Statement passend zum Thema versehen, wie zum Beispiel Plants have Protein oder Meat sucks. Jo. Ihr wisst es, ich stehe sehr auf dem minimalistischen Kram und genau so gestaltet die Marke auch. Farben sind hier Fehlanzeige und auch der Text ist ansprechend schlicht gehalten. Nice. Und weiter geht's mit Amour Vert. Yannick, an dieser Stelle, kann ich mal deine Französischkenntnisse testen? Amour, die Liebe. Ja, die Liebe. Amour Vert. Ah, c'est grün. Yes, oui. Alle Teile haben, finde ich, einen echt lässigen, lockeren, modernen und auch schicken Style und der Preis ist dabei echt in Ordnung. Eine coole Aktion haben sie zudem auch noch am Start, denn für jedes gekaufte Teil wird ein junger Baum in Nordamerika gepflanzt. Ihr kennt sie vielleicht noch aus dem letzten Community Outfits Video, die Rede ist von Oh Yeah Berlin. Hier dreht sich alles um aus den 60er Jahre kommenden Pop-Art-Stil. Dementsprechend gibt es Patches satt und everywhere und wer das genauso geil findet wie ich, der kann da gerne mal vorbeischauen. Als nächstes möchte ich euch gerne meine persönliche Lieblingsmarke vorstellen, die sich auf BHs, Bikinis und Basics konzentriert. Und zwar Essentials for Sula. Die Designerin ist erst 26 Jahre jung, lebt in London und lässt in Thailand produzieren. Auffällig und gleichzeitig charakteristisch für die BHs sind die Träger, die auch gleichzeitig als Zierbänder dienen mit verschiedenen geometrischen Mustern. Klar, ist Geschmackssache, aber ich persönlich finde es ziemlich nice. Die Basics sehen auch echt stylisch und leger aus und auffällig sind auch hier wieder die Zierbänder und vom Schnitt her der freie Rücken. Also ich glaube, der Sommer kann auf jeden Fall kommen, vor allem mit der Bikini-Reihe von Essential for Sula. Checkt die auf jeden Fall mal ab. Mitten rein schmeißen wir jetzt einfach mal ein High-End-Fashion-Brand und zwar Acne Studios. Ballen. Das Designer-Brand hat wirklich ausgefallene und einfach andere Sachen am Start, aber Leute, die lassen sie sich auch verdammt teuer bezahlen. Sie sind Teil der Fair Wear Foundation und produzieren nebenbei gesagt auch für die männliche Bevölkerung dieser Welt. Aber wie gesagt, wer das nötige Kleingeld nicht parat hat, wie die meisten von uns, zieht beim Blick auf die Preise wahrscheinlich eher ein langes Gesicht. Und alle Sport-, Fitness- und Yoga-Girls da draußen sollten auf jeden Fall mal bei Sports Philosophy vorbeischauen. Denn diese stellen nicht nur nice Sport-BHs, Jacken, Leggings, Tops und Shorts her, sondern setzen sich auch noch speziell gegen Kinderarbeit ein. Und auch für die sportlichen Boys da draußen könnte die Marke echt interessant sein. Next up ist Lies in Layers. Bitte? Bitte? LL. L to the L. L-I. Die Marke hat mir gefallen, weil ich einfach ein paar Bomberjacken und Sweater gesehen habe, die einfach mal ein bisschen anders und neu geschnitten waren. Man hat ja manchmal, ich in dem Fall jetzt zum Beispiel, so ein typisches Bild von einem Sweater oder einer Bomberjacke im Kopf und dann freut man sich richtig, wenn man sowas Bewährtes sieht, wie das irgendwie nochmal neu und nice gestaltet wird. So ging es mir irgendwie bei ein paar Teilen und ja, euch vielleicht ja auch. Ja, meine lieben Mädels, Taschen sind jetzt so gar nicht mein Spezialgebiet, aber ich denke, mit Matt & Net habt ihr eine sehr große Marke an eurer Seite, die sich auf Taschen spezialisiert hat. Von der kleinen Klatsch bis hin zum Rucksack ist dort alles vertreten. Schaut am besten mal in Ruhe nach, wie gesagt, da ist eine riesige Liste von verschiedenen Arten von Taschen und da werdet ihr bestimmt fündig. Und zuletzt lachen wir einfach nochmal alle gemeinsam den Preisen von Stella McCartney entgegen. Die englische Designerin ist überzeugte Vegetarierin und verwendet weder Pelze noch Leder für ihre Kollektion. Vor allem aber setzt sie sich auf der ganz großen Weltbühne für mehr Nachhaltigkeit ein und auch wenn jetzt Weltbühne und Nachhaltigkeit erstmal konträr klingen, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dort Personen zu haben, die für solche Themen einstehen. Wir sind durch, das waren jetzt mal unsere 10 Favoriten. Wir haben selbstverständlich die genannten Marken unten in der Beschreibung nochmal verlinkt und da könnt ihr natürlich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr noch mehr Marken kennenlernen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Justine vorbei. Die hat eine ganze Liste erstellt, die wir euch natürlich unten auch nochmal verlinkt haben. Yannick, bis zu unserem nächsten Video. Habt euch lieb, Leute! Ciao! Okay, ich bin voll stark.
Warum machst du das noch nicht? Das habe ich extra genommen, weil es so stark ist. Ich kann nicht mehr. Warum klebst du den Tape auf den Mund?